Ja, hallo liebe Leute. Daisy ist angesagt. Ich bin wieder auf dem Weg in den Norden und zwar heute auf dem Michi Papst Server. Und der ist proppevoll. Da ist bestimmt die Hölle los. Ja, mal gucken, was uns hier erwartet. Was habe ich denn für den Ping? 24, das ist okay. Die sind 0. So kann man spielen. Auf Richtung Norden. Die letzten Male bin ich hier dem Server immer Kill by Sight mäßig abgeschossen worden. Gucken, ob sich das hier mal ein bisschen gebessert hat wieder. Denn sein Name ist Michi Papst. Oder war Michi Papst, besser gesagt. Ja, ganz schön runtergekommen der Server hier. Zweimal viel los, aber auch viele Leute, die das Spiel nicht verstanden haben. Haben da einen PvP-Server von gemacht. Weg kreuzen. Ich würde mich auf jeden Fall immer ein bisschen abseits der Wege aufhalten. Besser ist es. Nur den Weg nach Norden. Nur der Süden beim letzten Mal war ja nicht so eine gute Idee. Da geht es wahrscheinlich noch viel mehr ab als im Norden. Ich hoffe, dass ich im Norden mal auf Leute treffe, mit denen man sich unterhalten kann, austauschen kann, gegenseitig helfen kann, vielleicht zusammen dann in den Süden gehen und gucken, ob man da ein bisschen aufräumen kann, ein bisschen ausmisten. Würde es ja, die spawnen dann ja auch immer wieder, looten sich wieder voll mit Server-Hopping-Tricks. So richtig Herr der Lage wird man da ja nie irgendwie. Rote Kette. Ah, gebrochene rote Kette. Ist nicht ganz so schlimm. Ja, was haben wir denn da für eine Ortschaft? War doch ein Gebäude oder nicht? Ja. Dann gucken wir mal. Wirklich ganz kleiner Ort hier. Ich glaube, nee, das Gebäude kann ich mir gleich schenken. Obwohl, ich kann mir die alle schenken. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Bis auf den Can-Opener. Wenn ich den Schraubenzieher wegschmeißen und hätte dann noch einen Platz mehr zur Verfügung. Oh, naja, so wichtig ist das nicht. Waffen habe ich, Munition habe ich, Kleidung habe ich, Essen, Trinken habe ich, Axt habe ich. Na, wie geht's meiner Bekleidung eigentlich? Kann ich ja mal gucken. Pristine. Worn, Pristine, nur die Weste bei Gelegenheit mal austauschen oder reparieren, obwohl auf Pristine kriegt man sie eh nie wieder. Höchstens von Damage of Worn oder von Badly Damage of Damage. Auf Pristine kriegt man die Sachen nie wieder. Kann man so viel Searing Kits benutzen, wie man will.
Eisenbahn? Nee, zum Weg. Die nächste Ortschaft. Gucken, ob ich mit dem Visier etwas mehr. Kann man auch nicht mehr erkennen. Viel zu sensibel eingestellt, meine Maus. Wow. Wow, man kann ja gar nicht zielen. Dann kann ich hier noch Zoom zusätzlich. Aber ich kann einen kleinen Trick anwenden, weil Sichtfeld ein bisschen eingrenzen. Sowieso sehr weit aufgerissen. Nein, nicht beenden. Schließen. So, jetzt kann ich ein kleines bisschen mehr sehen. Oh, da scheint es ruhig zu sein, so wie es aussieht. Trauen wir uns da mal hin? Jo, machen wir. Oh, Sicht fällt wieder ein bisschen auf. Ich mag das nicht so dicht. Aber so muss schon sein. Okay. Was ist denn jetzt hier? Grüner Punkt. Achso, Lensflare hat genau über dem Zielpunkt. Ja, witzig. So wichtig ist die Ortschaft eigentlich nicht. Kann nichts großartig sein, was ich brauche. Ist auch vielleicht, na gut, doch. Geht noch nicht. Ich glaube, Painkiller gibt es in diesen kleinen Ortschaften nicht ohne Krankenhaus. Ich glaube nicht, dass es hier ein Krankenhaus gibt. Oder ein Medikhaus irgendwie. Ich glaube nicht. Aber naja, man kann ja mal gucken. Ich habe ja Glück und finde Painkillers. Dass ich mal meine Beinschmerzen loswerde. Obwohl er eigentlich gesund ist, aber nicht ganz hydrated, kann er ein bisschen was trinken. Die Sonne nervt auch, wenn sie so tief steht. Hier sind die Türen schon offen. Das hier war auch schon jemand. Ja, hier war jemand. Oder ist sogar noch jemand. Ich glaube nicht, dass ich da Painkiller finde. Ich glaube, ich werde ihn auslassen. Bin ich geheuer hier.
Auf den Spuren eines anderen wandeln wollte ich eigentlich nicht so gern. Nicht, dass er dann irgendwo verweilt und ich ihn in seine Gun laufe. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ganz vorsichtig hinterher, dann bin ich ständig nur hinterher irgendwie. Dann kann ich gleich ausweichen und eine ganz andere Route suchen. Das wäre eigentlich auch noch möglich, aber ich weiß ja nicht, welche Route er gegangen ist. Also. Aber ich glaube, er wird hier dann gegangen sein. Dieser Route. Ja, leck mich. Scheiß Zombie. Vielleicht liegt er auch da auf der Lauer, weiß man nie. Ich werde mal hier ein bisschen abseits gehen. Was ist das? Aber wozu ist der Zaun hier? Was wird hier abgegrenzt? Nur dieses kleine Häuschen da. Tatsächlich. Na gut. Gehen wir weiter Richtung Norden, lassen wir die Ortschaft aus. Irgendwann müssen wir den Typen ja mal eingeholt haben. Also dann ist auch der Druck beim Looten wieder, irgendwie, dass der irgendwie doch noch hinterherkommt dann wieder. Das ist so scheiße. Ich brauche eigentlich nicht viel Looten. Ich weiß sowieso nicht, was ich hier im Spiel noch soll, irgendwie, außer mich am Leben erhalten. Zu machen gibt es für mich hier eigentlich nichts. Killen bin ich nicht aus. Neues zu entdecken gibt es auch nicht viel. Naja, weiß ich nicht genau, da im Norden soll es ja einiges geben. Aber ich habe es beim letzten Mal, beim vorletzten Mal nicht gefunden. Der Ostpassage. Westpassage besser gesagt. West-Ost. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall da im Norden habe ich nichts gefunden. So Straßen, die darauf hinweisen, dass da irgendwann mal Ortschaften entstehen. Ich habe keine Ahnung, Obo, irgendwas mit Obo oder Oso, Oto, Obo. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das lesen muss. Ich habe auch keinen Bock, das zu lernen, ehrlich gesagt. Ich stehe nicht so auf Russisch. Ich mag echt, also ich habe nichts gegen die Menschen, aber die Sprache muss ich nicht unbedingt haben. Zickzack laufen. Auf freiem Feld ist das doch ein bisschen gefährlich.
das nicht irgendwo hier mit der Militärbasis? Dieser Riesen. Ja, solche Freiflächen gibt es ja überall. Immer wieder mal. Flimmern tut das so. Übelst. Ja, Leute, was soll ich sagen? Mir fällt mal wieder nicht viel ein. Ich hoffe, dass GTA 5 bald mal für PC rauskommt, dass ich da auch Let's Plays machen kann, weil mir die teure Hardware noch kaufen, da dass ich die Plays am PC anschließen kann, na, über dieses Aufnahmemodul und so. Das ist mir zu viel Geld noch. Habe ich nicht. Der Rest Equipment war schon teuer genug. Irgendwo muss dann auch eine Grenze gezogen werden, irgendwie sonst muss man irgendwie Millionär werden oder so. Wenn man sich alles erlauben kann. Gefällt mir gar nicht hier die riesige freie Fläche. Oh. Da war das Gehen eben sehr leise auf dem Untergrund. Jetzt wieder lauter. Ich weiß auch ehrlich gesagt schon wieder gar nicht, wo ich hier genau bin. Wie weit ich schon wieder im Norden bin. Ich werde einfach mal hier weiterlaufen. Mehr als verlaufen kann man sich ja hier nicht. Ich habe auch keinen Kompass, keine Karte, also immer straight ahead. Immer der Nase nach. Dem Instinkt folgend. Wie ein wirklich freier Mensch. Irgendwelchen Dogmen oder Prestige-Sachen irgendwas hinterherjagen oder so. Das ist nicht mein Bestreben. Immer meinem Instinkt folgen, meiner Intuition folgen. Aber im Auge behalten, was ich will und nicht was die Gesellschaft will oder die Regierung will oder das Gesetz will oder was andere wollen. Können die mit sich allein ausmachen. Solange man niemanden direkt schädigt, irgendwie kann man eigentlich alles machen. Kann man frei leben. Frei machen, tun, was man will. Wenn man niemanden wehtut, niemanden was wegnimmt, direkt, also was die so manchmal so indirekt einversuchen zu implementieren, was man anderen wegnehmen würde, irgendwie. Das ist nur dieses Teile und Herrsche-Prinzip von den Oberen irgendwie. Uns erzählen hier, die Arbeitslosen würden den Arbeitenden was wegnehmen und die Raucher würden den Nichtrauchern was wegnehmen und was weiß ich was, irgendwie jeder gegen jeden und so. Das ist alles nur von oben aufgedrückt, damit wir uns schön gegenseitig bekabbeln und die uns besser beherrschen können. Da darf man sich gar nicht drauf einlassen, auf diese Spielchen. Alles Operation Mindfuck. Lebe frei, hab Spaß dabei. Das ist mein Motto.
Und immer lieber für etwas sein als gegen. Obwohl Pessimisten leben ja länger, ne? Weil die sagen, das Grab ist halb voll. Ah ne, halb leer, so war das. Habe ich schon die Pointe wieder versaut. Optimisten sagen, das Grab ist halb voll. So, die nächste Ortschaft. Ich weiß nicht, gibt es hier ein Krankenhaus? Ich glaube eher nicht. Und wer weiß, ob der Typ da drin hängt in der Ortschaft. Ich weiß nicht, ich werde das mal ganz gut umlaufen hier. Ich brauche eigentlich nichts. Nickes! Das Einzige, was ich vielleicht mal brauchen könnte, ist Friendly Contact. Bisschen Austausch. Gemeinsamkeiten finden. Aber das sucht man hier teilweise vergeblich. Ui. Water. Ja. Ich stehe noch am Ufer, aber es platscht schon irgendwie. Also soundmäßig bin ich schon im Wasser. Und eigentlich aber auch wieder nicht. Das ist so zum Kotzen. Was essen muss ich kurz nochmal. Das mache ich hier gleich. Hier schön in den Baum. Obwohl, naja, der gibt nicht so viel Schutz. Ich muss mal ein bisschen buschigeren suchen. Den gibt es hier gar nicht, ne? Ja, doch, der ist ganz gut hier. So, mal ein bisschen was essen. Die Banane ist schon mal ganz gut. Frische Sachen sind immer super. Kein Thunfisch, keine Sardinen. Dann nehme ich noch ein bisschen Reis. Schön laggy hier heute. Dauert alles Ewigkeiten. So, noch so ein Bier hinterher hier. Wenn das überhaupt Bier ist. So, alles wieder gut. So, alles wieder gut. Ja, wie ihr schon langsam festgestellt habt, bin ich ein friedliebender und freiheitsliebender Mensch. Ich mag die ganzen Szenen nicht in DayZ-Videos, wo Leute festgehalten, gefesselt, gequält und sowas alles. Das ist fernab meiner Realität, sowas. Da haben sich die Leute auch schon viel zu sehr anstecken lassen von dem Mainstream, irgendwie. Wo ständig alles gezeigt wird, hier Guantanamo und wie da die Leute gequält werden. Also das wird auch alles nur mit einem Zweck gezeigt, irgendwie die Leute abzustumpfen und genauso drauf zu bringen, irgendwie, dass sie
sich schön gegenseitig malträtieren, alle, dass die Leute da mitziehen, irgendwie nicht selbst mal nachdenken und ihr Handeln mal ein bisschen anders auslenken. Irgendwie. Schnall ich nicht. Wir haben doch alle einen eigenen Kopf zum Denken und ein eigenes Herz zum Fühlen. Irgendwie. Das geht nicht in meinen Kopf rein, wie man so blöde dem Mainstream nachlaufen kann und das alles nachmacht. Irgendwie. Nachäfft, wie so ein dummes Äffchen. Ja, sind eben doch die meisten eben doch nur dumme Schafe, die den nächsten Arsch hinterherlaufen. Irgendwie. Unaufgeklärte Menschen. Kann man auch dumme Menschen sagen, also ist auch noch okay. Weil Unwissenheit ist ja Dummheit. Also. Aber auch zu dumm, sich selber mal aufzuklären, sich selber zu informieren irgendwie und sich aufklären zu lassen. Nee, da wird lieber dem nächsten Konsumgut hinterher gehechelt, statt an sich zu arbeiten. Verrückt, wo man sich überall anmelden muss im Internet, damit man so ein bisschen Spaß haben kann. Also hier und da und überall muss man angemeldet sein, irgendwie. Wenn man ein Spiel spielen will und vielleicht ein paar Let's Plays ähnliche Videos machen möchte, irgendwie. Oder mal ein Event irgendwo mitmachen möchte, dann muss man gleich Facebook und dies und das und alles haben, irgendwie. Grausam. Furchtbar. Völlig unfrei alles, irgendwie. Viel zu steif. Verschachtelt und miteinander abhängig gemacht. Und ich mag das alles nicht. Das muss alles unkomplizierter, freier und spaßiger sein. Bei GTA, über PlayStation oder Xbox, also wenn du da Fotos machen möchtest, irgendwie, die kannst du nicht für dich selbst machen, nee, die geht nur, wenn du bei Social Club angemeldet bist und nur da sind dann die Fotos vorhanden, und, also wo das alles hinläuft, irgendwie, alles, am liebsten alles in die Cloud, ne, deine ganzen privaten Sachen alles in die Cloud, irgendwie, keinen persönlichen Schutz und Zugriff mehr, irgendwie so richtig, keine persönliche Verwaltung mehr, das trauen sie uns nicht mehr zu. Lass uns das verwalten, wir machen das schon für dich. Schick mal einfach nachher den Scheiß. Nee. Mach ich nie mit. Niemals nicht. Entweder bin ich Herr meiner eigenen Sachen oder nicht. Wenn nicht, dann, wenn ich es nicht mehr darf, wenn es mir genommen wird, Herr meiner Sachen zu sein, irgendwie, dann lasse ich es ganz. Gut, genug aufgeregt, genug gehatet. Na komm, lauf. Was ist denn jetzt? Ja? Warum läufst du nicht? Keine Lust mehr oder was? So, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Schon wieder viel zu weit im Norden. Ich habe schon wieder viel zu viel gesabbelt. Heute mal ein bisschen sehr gesellschaftskritisch. Aber so bin ich nun mal. Nehme da auch kein Blatt vor den Mund.
Sieht ja schon wieder nach Weltende aus. Ne? Nicht ganz passt. Ehrlich gesagt, mir ist die Welt von Daisy Standalone auch noch ein bisschen zu klein. Die können doch ruhig doppelt so groß sein. Von mir aus sogar viermal so groß. Richtig große Städte. Richtige Großstadt, so groß wie Hamburg oder Bremen. Hannover. Mindestens so groß wie Hannover oder Bremen. Also besser so wie Hamburg oder Berlin oder München oder Frankfurt. Stunde Richtung Norden laufen, man ist an der Weltgrenze angelangt. Höchstens 1,5 Stunden. Ja, ich glaube, wenn man gerade durchläuft, eine Stunde, dann ist man am Ende angekommen. Das ist dann doch nicht so groß. So, wo bin ich jetzt hier? Riesiges freies Feld. Mitten im Nichts, nirgendwo. Ich glaube, ich werde mal hier Folgenpause machen. Ich werde dann aber von hier gleich dann auch weiter. Gleich im Anschluss. Die Tanne sieht süß aus. Groß und süß. Super. Jo, dann tschüss, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal.